Und ein freundliches Moin Moin an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und genau richtig, weil wir wollen doch zusammen eine tolle Speicherstadtfahrt machen. Und das machen wir auch heute. Infos dazu hatte ich ja schon in meinem Video davor gezeigt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, geht noch mal ein Video zurück. Da habe ich alle Tipps und Infos um die Speicherstadtfahrt noch mal zusammengestellt. Und schlaue Leute und Leute, die sich das leisten können, die gehen natürlich nicht am Wochenende dahin, sondern richten sich das in der Woche ein und möglichst früh, weil Landungsbrücken ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass das hier alles leer ist und die Leute sind Corona ausgehungert und wollen was erleben. Ich habe auch gehört, als wir da waren Franzosen, Holländer, Engländer. Also da war wieder alles vertreten und es ist auch ganz schön voll geworden. Aber wir haben uns eine Zeit ausgesucht, wo das noch relativ leer war. Ne? Nachher waren die ganzen Schiffe voll gewesen. Also, ne? Wenn ihr es könnt, richtet das in der Woche ein. Die gesamte Hafenrundfahrt zeige ich auf einem anderen Video. Da mache ich ein extra Video das nächste Mal draus, wer sich das Ganze mal anschauen will. Heute konzentrieren wir uns auf die Speicherstadt und achtet mal auf die Begrüßung, die gleich kommt. Liebe Touristen, wie ist die Stimmung? Ja? Ich habe auch gute Laune, weil das Wetter wieder gut war. Ja? Der Sommer ist zurück. Ich dachte schon, das geht hier so weiter mit der Sonne. Aber wir haben ja mal Glück. Wenn wir ganz viel Glück haben, ist auch die flüssiger Sonnenschein in Hamburg. Die Urlaubsbilder sind ja was wert. Ja? So, schön, dass ihr euch so zahlreich eingefunden habt. Ich freue mich wieder bei den Gästen, wie das los. Eine Stunde mit dem Hamburger Hafen. Und das gestalte ich immer nautisch, so mit Steuerbord und Backbord, weil die meisten Menschen ja eine sehr große Rechts- und Linksschwäche haben. Aber das ist echt einfach. Wer das nicht kennt, Steuerbord ist auf jedem Schiff in Fahrtrichtung gesehen, Backbord ist links, stimmt. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, das hat keiner gesagt. Das Einfachste, um alles mitzukriegen, ist tatsächlich jetzt im Grunde darum zu gucken, wie alle anderen laufen können, was er sich am besten durchgesetzt hat. Hafenrundfahrt soll nach wie vor eine Menge Spaß machen, deswegen dürft ihr hier auch den Zettel auf Traumschiffe, die ihr habt, und auch bitte ganz schön oben auf dem Freiberg, wenn ihr zwei Taschen habt. So, wir fahren ein in das berühmt-berüchtigte Kervidafleet und haben dann hier gleich auf der linken Seite Backbord auch schon ein Gebäude, was viele gut aus dem Fernsehen kennen. Hier wird immer die berühmte Sendung Notruf Hafenkante aufgezeichnet. Also empfehle ich jetzt ein absolutes Sonntagslächeln aufzusetzen, denn wer jetzt doof guckt, guckt meistens zweimal doof im Fernsehen und dafür lasse ich mich nicht verantwortlich machen. Die Menschen über uns auf den Brücken einfach zuwinken. Wenn die sich freuen und zurückwinken, sind das Kollegen von euch, Touristen. Und wenn die Menschen böse gucken, dann sind sie Hamburger. Und dann geht's hinein ins Weltkulturerbe Speicherstadt. Einzigartig in ihrer Art und Weise und Farbe einer der größten überdachten zusammenhängenden Lagerhauskomplexe der Welt. Über 300.000 Quadratmeter Lagerflächen erstrecken sich hier nun vor uns. Den ersten Abschnitt baute man im Jahre 1880 bis 88. Wir haben ja damals in Hamburg auf dem Wasser gebaut und damit uns das möglich war, haben wir uns jemanden zu Hilfe geholt, der sich bis heute ganz gut damit auskennt. Und das ist ja bekannterweise der Holländer.
Wir schätzen aber, dass es 3,5 Millionen Eichenpfähle sind. Wissen tun wir es nicht. Der Holländer hat es nicht aufgeschrieben und hat vielleicht früher schon kräftig was geraucht. Ist aber nur eine Theorie von mir. Bis heute sieht man, er steht es gut. Eichenpfähle hat man verwendet, denn wenn das unter Wasser kommt, gibt es eine Gerbsäure, wird steinhart und hält für die Ewigkeit. Die Eichenpfähle hat man zum größten Teil aus der heutigen Lüneburger Heide importiert, deswegen gibt es die übrigens aus Tschechien. Eingelagert wurden dann hier sehr wertvolle Produkte, Kaffee, Tee, Teppiche, Gewürze, Alkohol, Kakao, Tabak und weiteres vieles mehr, weil wir einfach ideale Lagerbedingungen geschaffen haben, indem wir die Wände der Speicherstadt sehr dick gemauert haben, 1 bis 1,5 Meter breit. Und so hatten wir im Sommer wie auch im Winter eine fast immer gleichbleibende Temperatur. Gelagert hat man übrigens nur den obersten Boden. Bei den ersten Böden hat man heute viele Fenster und Türen zugemauert. Damals hat man die Böden etwas Sand vorbereitet und heute zugemauert, weil es eine Schutzmaßnahme ist. Wir haben ja im Herbst und Winter häufig Sturmflut. Dann steigt das Wasser höher, als es normal kommt. Das normale Boot sind ja aber keine Ordnung. Es sind rübenlosige, durchgehende Strafen. Und im Winter sind die Brücken auch mal unter Wasser. Das ist aber völlig normal. Apropos Brücken, über euch eine nagelneue. Die gehört zum Miniatur Wunderland, der größten digitalen Modelleisenbahn der Welt. Die haben so viel Eisenbahn gebaut, denen ist die Fläche ausgegangen, mussten neuen Speicher dazu besorgen. Und damit ihr nicht aufwendig als Touristen einmal im Block latschen müsst im Regen, schreitet ihr demnächst elegant und trocken über diese Brücke. Das ist doch alles. Wenn ihr zusätzlich an die Kugel der Speicherstadt schaut, seht ihr noch bis heute die offenen dampfbetriebenen Seilbrücken. Anfänglich mussten die Hafenarbeiter hier noch alles per Muskelkraft umkriegen. Über Flaschenzüge, was sehr aufwendig war. Dann mit dem technischen Fortschritt Dampf war das natürlich ein Segen für die Hafenarbeiter. Die Speicherstadt verfügt über ein eigenes Dampfkesselhaus, das hier direkt dieselbe Steuerung ins Bild bekommt. Und hier hat man dann eigens nur für die Speicherstadtwinden den Dampf erzeugt. Heute ist das Ganze umgebaut worden zu einer Informationszentrale für unseren neuen Stadtteil Hafen-City, der sich hier hinter befindet. Und dann kannst du dir einen Überblick verschaffen über den Baufortschritt. So, Achtung, Achtung, Freideck, die nächsten Brücken werden jetzt richtig, richtig, richtig flach. Nur mal so, die kann euch auch im Sitzen treffen. Mir hat immer in freien Tagen einer den Mast abgefahren. Ich weiß gar nicht, ob der noch die gleiche Höhe hat. Wäre irgendwie doof und peinlich, wenn ich mir so eine 30.000 Euro Radarrolle abfahre. Ich muss mich da auch mal ran testen. Und rennt jetzt nicht gleich alle nach hinten, um ein Foto zu machen. Ich komme hier vorne immer wieder rüber. Das ist dann auch wieder das. So, vor uns taucht jetzt eine Doppeldeckerbrücke auf. Das ist übrigens Sturmflutschutz. Ist die eine unter Wasser, gehst über die Oberliegende und kriegst keine nassen Füße. Man wollte eigentlich auch Wohnraum in der Speicherstadt errichten, hat sich aber dann doch dagegen entschieden, weil man ja im schlimmsten Falle vom Festland abgeschnitten wäre und müsste dann nur räumlich ertrinken. Deswegen hat man heute darauf gesetzt, viele Museen, Büroräume hier zu errichten und deswegen ein Wohnraum, das da errichtet ist. So, da muss ich mal ganz kurz gucken, bitte nicht verschrecken. Hier wohnt der Hafenmeister, für den ist das immer ein Zeichen für die schönsten Frauen geworden. Nein, das wissen wir natürlich. Ne? Das war ein nautisches Scheißsignal. Hier kommt gleich ein Seitenarm, das ist eine Baustelle. Und es könnte sein, dass da einer rauskommt und mir vor das Schiff fährt. Deswegen habe ich gehupt, denn wegen dem Bremsweg, das dauert mit dem Schiff ja alles ein bisschen länger. Ihr wisst ja, Aquaplaning, habe ich gehupt und so kann man sich hier auf eine sehr primitive Art und Weise ganz gut verständigen. So, jetzt kommt der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Dann wollen wir mal gucken. Das sind jetzt die ältesten und niedrigsten Brücken der historischen Speicherstadt. Aber es lohnt sich, denn jetzt kommen wir so langsam dorthin, wo es besonders schön wird, zu den absoluten Postkartenmotiven, die man sich so wünscht. Wir fahren jetzt erst an Annenfleet, danach das holländische Burgfleet. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz konzentrieren und die Dinge genau mittig treffen. Ich hoffe natürlich, dass der andere was hier genau die gleiche Höhe hat.
So. Enges Höschen. Zur linken Seite bei Kort, nun die ältesten und schönsten Speicherketten Hamburgs. Leider macht in der Hafen momentan im Sommer, das ist immer ein bisschen doof, weil die Bäume so dick und grün sind und man gar nichts von den Speichern sieht. Das ist viel schlimmer im Herbst. Das Glasdach ist geschlossen, der Regen prasselt dir romantisch aufs Dach, die Tropfen über einer Scheibe oder einzigartig maritime Schwarz-Weiß-Bilder. Aber ich habe ja keinen Einfluss auf die Natur. So, was ich euch aber gleich zeigen möchte, ist hinter der nächsten Brücke zur rechten Seite Steuerbord ein Schloss, und zwar das berühmte Fleetschlösschen. Ein ganz kleines Eckgebäude, was anfänglich als Zollstation diente. Das war ja das Novum der Speicherstadt, das man zollfrei nehmen konnte. Dann wurde es umgebaut zur ersten öffentlichen Toilette, und jetzt ist hier vor kurzem das Hühnerhaus. Vom Scheißhaus und das so rein, das ist natürlich ein mutiger Werdegang, aber da geklappt ist, dann sollte das sein. Dann rechte Seite Steuerbord, das Maritime Museum, im ältesten Speicher. Dort drin findet ihr über 3000 Jahre Seefahrtsgeschichte. Die größte private nautische Ausstellung von Peter Tamm kann ich auch empfehlen. Macht unglaublich viel Freude, aber nehmt euch die Zeit. Es guckt mir nicht mehr so eben an, ist aber für Jungen und vor allem auch für Menschen, die mit Nautik nicht wirklich was am Hut haben. Des Weiteren möchte ich kurz empfehlen, die Speicherstadt zu Fuß zu erkunden. Das ist auch was Besonderes. Ein Highlight möchte ich mal kurz betonen abends, wenn es dunkel geworden ist. Denn dann sind all die Speicherketten um uns herum in ein wunderschönes maritimes Licht gerückt. Mit anderen Worten, Männer, Romantik pur. Lutscht das aus, es ist ein Traum. So, bei der bin ich mir noch nicht sicher, wie hier die Kabel in die Bäume gehen. Das war auch schön. Gut, dann haben wir vor uns noch ein Alster-Schiff. Das ist auch wieder interessant, mal ein Schiff da reinzuschauen. Also immer wenn man es hier scheiße ist, kann man die andere Schiff mal aus dem Grafen, weil ich möchte nicht richtig, dass jeder von der Brücke gestorben ist. So, da wartet hier extra auf uns, das ist natürlich sehr nett. Und dann kommen wir zum meist fotografierten Bild der gesamten historischen Speicherstadt. Und ich hatte vor, mich jetzt hier nochmal für euch quer zu legen, wenn die Altseiburg gleich weg ist. Das ist der kleine Teilchen in der Mitte von Hamburg. Da machen wir das auch. Leider mit ein bisschen Baustelle. Das ist das schönste Bild der gesamten historischen Speicherstadt. Stehen Sie auf dem Fundament aus dem 11. Jahrhundert.
Autos. Das hat mir mein Uropa erzählt. Und der weiß das, weil der damals noch live mit dem Bau der Kirche dabei war. Mittig des Kirchturms seht ihr eine goldene Krone. Der Legende nach handelt es sich hierbei um das sagenumwobene Piratengold von Klaus Störtebeger und seinen alten Hansepiraten, die immer sein Unwesen getrieben hat. Störtebeger war ja ein ganz Plitschenjung, und zwar hatte der einen Deal mit seinen Henkern. Die beiden haben abgemacht, dass wenn man ihm die Rübe abschlägt, dass er kopflos an seiner gesamten Besatzung vorbeiläuft und überall nur vorbeikommt und sollte vergessen. Er war allerdings sehr gut zu Fuß und im Kopf. Als er dann am 3. Februar in die Kirche kam, ist er in der Grafsherde erreicht, denn er hat einen Schnellen ausgeschlagen. Man hat Ort gehalten, die drei fliegen lassen und ausgesetzt wurde im Fokus. Und der Geschichte nach ist das Tor. Ja, schöne Ausflüge und Urlaub haben ja was gemeinsam. Sie enden leider irgendwann. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, es hat euch auch gefallen. Uns hat die Fahrt sehr gut gefallen. Sie war wirklich sehr schön gewesen. Schönes Wetter dazu. Und es lohnt sich auf alle Fälle. Das war's aber für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.